Wir befinden uns gefühlt so ein bisschen in der Situation, dass die Hardwarehersteller darauf warten, dass die passenden und die guten Use Cases erzeugt werden und sie dafür ihre Hardware herstellen können. Andererseits warten die Anwender darauf, dass es Hardware gibt, die sie für ihre Use Cases verwenden können. Wir haben jetzt bei uns im Projekt, in dem 5G-Projekt, ja, wirklich vielversprechende Use Cases aufgezeigt, die tatsächlich auch sinnvoll sind. Und die haben allerdings noch einen sehr hohen Implementierungsaufwand. Ich muss sehr viel Zeit und Arbeitsmanpower reinstecken, damit ich tatsächlich dahin komme, was ich aktuell machen will. Und aus Anwendungssicht brauchen wir eigentlich sichere und auch zuverlässige 5G-Campusnetze mit entsprechender Client-Hardware, die Funktionalitäten, die spezifiziert sind, also beispielsweise die niedrigen Latenzen, die hohen Datenraten, die Ortungsfunktionalität, aber auch dann TSN, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, dass diese Funktionen tatsächlich von den Klienten mitgebracht werden und unterstützt werden. Auch die native Unterstützung von dem 5G-Core für die Industrieprotokolle, also für das Routing von diesen Protokollen zwischen einzelnen Klienten, das muss in Zukunft einfach besser funktionieren. Das ist aus meiner Sichtweise ein Kernelement, um die Technologie noch schneller und einfacher in die Anwendung zu bringen. Aktuell ist dafür nämlich immer noch Hardware zusätzlich notwendig, um dieses Routing durchzuführen. Und letztendlich haben wir die Möglichkeiten mit der 5G-Technologie, die sind da. Wir haben die Use Cases. Und da in dem Zuge freuen wir uns auch drauf, einen Fokus auf Safety über OPC-UA eben in Kombination mit der 5G-Technologie zu legen. Das wird in der kommenden Zeit für uns auch auf jeden Fall noch ein spannendes Thema werden.